Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 18. Oktober 2017? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Der Scheinbewegung die Sonne befindet sich auch im Waage. Das bedeutet, die beiden Lichter nähern sie sich. Mond nähert sich zu Sonne und das bedeutet, das ist bald Neumond. Mond hat eine abnehmende Mondphase, das eignet sich zum Abnehmen, Loslassen, Bereinigen, Trennen von etwas, Kündigen, Verabschieden. Mond hat eine Verbindung zum ein Sternwindematrix und diese Windematrix wird mythologisch als junge Frau dargestellt, die Weinleserin. Und es geht um Weinlese, also etwas trägt Früchte, geht auch um Wein, steht in Verbindung mit Weingott Dionysos und es geht auch um Fröhlichkeit und Lebensfreude. Und das sollen wir fühlen auch im heutigen Tag, weil das, was die Mondenergie vermittelt uns und beeinflusst unseren Gefühlen. Wie trifft diese kosmische Energie die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Waage. Sie werden ihren Gefühlen bewusst wahrnehmen. Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft, aber auch ihren Ausstrahlung, ihren Auftreten, ihre Anziehungskraft. Und das ist die wichtige Zeitraum gerade bei die Waagengeborenen, weil sie werden wahrgenommen und sie haben jetzt gute Chancen, auf eine Beziehung einzugehen. Es klärt sich auch etwas auf und es ist eine schöne Zeit, Chancen, Möglichkeiten, weil diese Anziehungskraft haben gerade die Waagengeborenen. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen haben auch eine tolle Ausstrahlung. Das ist fast wie ein Magie. Sie wirken magisch auf anderen und das spüren sie auch. Und sie haben eine angenehme Nachricht oder ein Gespräch oder ein Termin, was entweder Glück bringt oder Erfolg, also das muss auch bewusst sein, also nicht nur die Ausstrahlung und diese Anziehungskraft, was fast eine magische Ausstrahlung ist, oder könnte ich sagen, bei vielen Skorpiongeborenen oder mit Aszendent Skorpion, das ist auch die erotische Ausstrahlung, was die Skorpionen gerade haben. Und jetzt die Gespräche haben auch eine Bedeutung und Wichtigkeit und das bringt Glück, das ist angenehm. Kann auch bedeuten, dass das vermehrt sich etwas und dass das viele Kontakte, Gespräche kommt in die nächste Zeit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen kommt mehr Klarheit, mehr Orientierung, auch die Leichtigkeit, das kommt etwas in Form, das wird immer klarer und deutlicher. Sie wissen jetzt, wie das weitergeht, was für Veränderungen kommen und plötzliche unerwartete Ereignisse sind trotzdem zum Erwarten. Es ist aber ein Vorteil für die Schützengeborenen. Sie haben gerade auch eine gute Zeit, die Finanzen in Ordnung bringen oder haben gerade mal auch Glück, Chance, etwas zu gewinnen. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen ist wie eine Sperre in enge, vertraute Umgebung. Vielleicht ist noch angenehm oder ist die Bewegung, aber ganz zum Großen ist eher unbeweglich alles. Und sie haben auch das Gefühl, sie sind im Einsatz, die machen etwas und kommt diese Erfolgserlebnis. Es ist schwierig, momentan etwas in Bewegung setzen oder zum Erfolg zu bringen. Aber das ist die Zeitqualität, das heißt die Steinbockgeborenen versagen nicht. Nur ein bisschen Geduld, nochmal in die kommenden Tagen kommt schon etwas im Fluss. Also nach Neumond verbessert sich das alles. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen fühlen unsicher oder sind sie in einer Lebenssituation, was noch unklar, unsicher anfühlt
Und sie sollen aber auf etwas achten, weil die haben einen Lernprozess momentan und das ist die Vergangenheit. Alles, was kränkt von Vergangenheit, das kann auch Gefühlen, Erinnerungen sein, abschließen, weil das ist dieser Reinigungsprozess oder Heilungsprozess und dabei hilft die Einstellung hier und jetzt sein, dann tut das nicht so weh, dann kommen diese Erinnerungen immer weniger und dann können Sie auf die augenblickliche Situation voll und ganz konzentrieren und das wäre etwas, was mehr Lebensfreude schenkt für die Fischengeborenen. In die nächste Zeit wird ein wichtiger Thema sein, das eigene Zuhause, aber kann auch bedeuten, dass die Fischengeborenen etwas zurückziehen, damit sie wieder Kraft haben für einen Neubeginn, für Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen können mit unerwarteten Ereignissen rechnen, aber das hat eine Bedeutung. Bei vielen Wiedergeborenen sind das schicksalhafte Veränderungen und es gibt aber Stabilität, einen festen Boden unter unseren Füßen, wo die Wiedergeborenen achten sollen, welche Kontakte haben mit männlichen Personen oder das bedeutet auch die Kraft, aber auch die Bewegung. Wenn das zu viel ist, dann verlieren sie die Gleichgewicht, verlieren sie die Kraft. Also die Zeit richtig einstellen und überlegen, wo setzen sie ihre Kraft ein, wo lenken sie ihre Aufmerksamkeit. Kann auch das mit Bewegung, mit Sport bedeuten, nichts übertreiben, sonst verlieren sie auch die Gleichgewicht oder die Kraft oder eine Reise, ein Fahrt, wo auch Einschränkungen da ist. Also besser organisieren, so könnte ich mal ausdrücken. Und wenn ein Einfluss von außen kommt und es eine männliche Person ist, auch da ist wichtig, die Gleichgewicht auch überprüfen, nachfragen, was will dieser Mann? Und da sind auch noch Unklarheiten, Unsicherheiten da, das sind die Einflüsse von außen. Und die Möglichkeiten, Chancen bewusst wahrnehmen und auf eins konzentrieren. Und das ist wichtig, die Konzentration momentan. Sonst ist das zu viel. Und dann kippt die Waagschale und verlieren die Gleichgewicht, auch die inneren Gleichgewicht, dadurch auch die Kraft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen fühlen sie sich unsicher. Bald kommt aber etwas gezeigt, was sie klar und deutlich erkennen. Bisschen abwarten. Und dann klärt sich etwas aus, klärt sich etwas auf und es kommt schon in die kommenden Tage. Wichtiges Thema bei den Stiergeborenen, die liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben die Klarheit, haben die Orientierung. Sie fühlen auch die Leichtigkeit, es bekommt Struktur, es sind Veränderungen und das sind positive Veränderungen bei den Zwillingsgeborenen. Die Krebsgeborenen haben eine Art Sperre, so ähnlich wie bei Steinbockgeborenen, haben das Gefühl, sie haben was getan und haben sich bemüht. Die Erfolg kommt aber nicht, mindestens mal nicht so, wie sie das erwartet oder verdient haben. Besonders das in die beruflichen Situationen kann aber auch bedeuten, dass auf einer Reise sind noch Hindernisse da. Ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen klärt sich das alles auf und kommt auch die richtig in Form, richtig in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen spüren die Leichtigkeit, haben mehr Klarheit, mehr Chancen, mehr Möglichkeiten. Es ist eine berufliche Aufstieg gerade. Es ist noch nicht ganz sichtbar, aber da können Sie vertrauen auf diesen Erfolg. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen sollen auch die Kraft richtig einsetzen, so ähnlich wie die Wiedergeborenen. Da besteht gerade eine Verbindung. Das geht um Kraft, kann aber um eine männliche Person sein. Es ist noch unklar, undeutlich, was will dieser Mann, was für Einflüsse kommen. Bei Jungfraugeborenen, sie erleben das anderes. Eine männliche Person kann damit rechnen, dass unerwartete Ereignisse kommen von außen. Und es ist noch unklar, undeutlich. Und hier geht es auch um Kraft und Mut, das in die richtigen Ziel einsetzen, konzentriert bleiben. Das ist wichtig, nicht nur bei Wiedergeborenen, sondern auch bei Jungfraugeborenen. Und es handelt sich auch um Bewegung wie Sport, dass da auch nichts übertreiben, sonst kann das
dazu führen, dass man die Kraft verliert und dann geht's nichts mehr voran. Oder kann die Bewegung sein wie Autos, darauf auch achten, was für Reparaturen notwendig ist. Also da drauf konzentrieren. Alles, was mit Bewegung zu tun hat und alles, was mit Zielerreichung zu tun hat und eine männliche Person, da braucht man auch die Orientierung, die Klarheit, die Frage stellen, wie bringen wir das in Ordnung oder was möchte die anderen, wie könnte ich entgegenkommen. Das muss alles abwiegen jetzt in die Tage. Das gilt für die Jungfrau geborenen und für die Wiedergeborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Diese tägliche kosmische Energie beeinflusst unserem Leben. Und es ändert sich Tag zu Tag. Und jede Tierkreiszeichen erlebt das anderes. Aber jede einzelne Person nochmal anderes. Aber das ist was Spezielles. Es ist aber besteht die Möglichkeit, das maßgeschnitten, anfertigen, berechnen. Und dazu eignet sich ganz gut eine Jahresanalyse für Jahr 2018. Das hat mit Jahreshoroskop in dem Sinne nichts zu tun, weil ein Jahreshoroskop bedeutet, wenn ein neues Lebensjahr beginnt nach dem Geburtstag, wenn die Sonne die gleiche Position erreicht, wie im Geburt war, Beginn das neue Lebensjahr, das nennen wir Astrologen als Jahreshoroskop. Aber was bringt Jahr 2018? Das würde ich mal bezeichnen als Analyse, Jahresanalyse. Und natürlich, es ist möglich, beschreiben die Tendenz. Natürlich benötige ich dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Dann kann ich das genau beschreiben, berechnen. Was ist die Jahrestendenz im Allgemeinen und was kommt im einzelnen Monaten? Und das ganz ausführlich. Und diese Analyse können Sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ansonsten, wenn Sie vor einer Entscheidung stehen und brauchen einen guten Rat oder eine Bestätigung oder haben Sie eine kurze Frage, was den Alltag betrifft, können Sie gerne die Blitzberatungen nutzen. Und wie funktioniert das? Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Ihre Frage und ich beantworte das persönlich, blitzschnell natürlich. Und mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und kann ich auch die Zeitqualität beschreiben und nicht vergessen, immer im richtigen Zeitpunkt, im richtigen Ort zu sein. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.